Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Freitag, der 24. April 2020. Gestern Abend habe ich eine sehr schöne Sendung auf Arte entdeckt. Sie heißt Hope at Home und es ist der Geiger Daniel Hope, ein hervorragender Violinist, der bei Yehudi Menuhin gelernt hat und der in seinem Zuhause praktisch wie in der guten alten Tradition der Hausmusik fantastische Interpretinnen und Interpreten, überwiegend offenbar der klassischen Musik, aber vielleicht kommt ja auch neuere noch vor, vorstellt und mit ihnen musiziert. Dazwischen erzählt er sehr viel und es ist fantastisch zu sehen, wie konzentriert diese Musikerinnen die Welt der Musik erforschen mit viel Liebe und Hingabe. Und ich bin dann heute Morgen mit dem Gedanken aufgewacht, dass wir vielleicht nächste Woche mal in Grimms Wörterbuch nachschlagen, das schöne Wort Demut. Ich muss dabei immer an meinen Großvater denken, der mir beigebracht hat, dass man vor allem lebendigen Demut haben sollte und vor jedem Tag, wie er sich ausdrückte, den der Herr ihm geschenkt hat. Man hat auch manchmal, ihr habt es gestern gemerkt, nicht so gute Tage, aber das gehört ja zum Leben und zur Kunst dazu, dass man die einsammelt. Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag zu Singer machen. Er hat den Nobelpreis 1978 für sein Werk erhalten, indem er eben in jiddischer Sprache diese vergangene und gegenwärtige Welt erzählt von dem Vorkriegspolen und von den Exilanten in New York. Es gibt eine Erzählung von ihm, in der er über das Gehetztsein spricht und wo er sagt, er ist manchmal so gehetzt von der Zeit und es ist diese Lebensform der Amerikaner, die ihn verrückt macht, dass er noch nicht mal weiß, wie er heißt. Er ist natürlich auch jemand, der die Reflexion auf die Form des Romans oder die Geschichten mitdenkt und ganz häufig durch sehr einfache Griffe, wie dass er sagt, er beginnt die Erzählung mit einem Ich-Erzähler, der wie ein Novellist auch die Dinge einfängt, in einen Rahmen packt, in dem dann die eigentliche Geschichte erzählt wird, das alles auf sehr kurzer Strecke und der dann oft sagt, so als würde er uns von realen Figuren berichten, ich nenne ihn hier Max sowieso, ich nenne ihn hier Joel Jablona. Und es gibt eine Stelle in einer Erzählung, die ich ganz zauberhaft finde, ein Liebespaar, das gemeinsam Bücher liest und sich dafür begeistert, sich aber nicht näher aneinander herantraut. Und da gibt es eine Stelle, da heißt es, die beiden Liebenden tauschten ihre Lesebrillen aus, aber er konnte nicht mit ihrer und sie nicht mit seiner lesen. So setzten sie sich wieder ihre eigenen Brillen auf die eigenen Nasen. Und das war die intimste Berührung, zu der es zwischen den beiden je kam. Ich musste heute Morgen auch daran denken, dass das Sprechen zu euch für mich besonders schön ist, wenn ich dann Rückmeldungen bekomme und kleine Fragen oder wenn jemand besorgt ist und mir Apfelsinen schicken möchte. Das freut mich sehr und ermutigt mich auch sehr. Ihr kennt vielleicht diese Bilder von Paula Modersohn, wo oft eine Figur, eine Blume oder eine Orange vor sich hält. Und vielleicht komme ich auf Paula Modersohn und überhaupt Künstlerin nochmal zu sprechen. Ich habe heute Morgen aber nochmal das Thema der Sehnsucht ganz stark verfolgt. Ich habe ja ein sehr schönes Buch, Les Ateliers du Midi. Auch da ist es so, meine Community hat sich an das Gespiegelte schon gewöhnt, weil wenn ich das Bild umdrehe, sehe ich nämlich auch so gespiegelt, so fremd und seltsam aus. Da muss ich mich erstmal selber dran gewöhnen. Ich habe Frankreich immer sehr geliebt und den Süden bin oft dahin gereist. Und die Fauves um die Jahrhundertwende, um 1900, liebten einen kleinen Ort. Hier ist ein Bild von Derain. Der heißt Collioure und liegt eben im Süden Frankreichs, kurz vor der spanischen Grenze. Als ich meinen ersten Roman schrieb, war ich im Süden, in der Nähe von Cap Esterel bei Saint-Raphaël, in der Nähe von Cannes und Antibes. Und ich habe dort immerzu an eine Geschichte denken müssen, die am Meer spielt. Und ich wollte ja so ein bisschen Geheimnisse des Schreibens hier auch kundtun oder wie Sachen zusammenkommen. Jedenfalls saß ich dort und war so überwältigt von den Gerüchen und den Farben,
dass ich ganz plötzlich dachte, wenn ich mal versuche, diese Geschichte zu erzählen, muss sie ja eigentlich nicht an der Nordsee spielen oder an der Ostsee, obwohl ich die auch sehr mag. Sie kann ja auch hier spielen. Und das war der zündende Funke, von dem ich gestern auch gesprochen habe, der dann übersprang und der mich dazu brachte, diese Geschichte zu erzählen. Es wurde mein allererster Roman, der heißt Cap Esterelle. Hier ist die Erstausgabe von 1999, erschienen bei Volk und Welt. Es gab dann noch eine urlaubsmäßige Ausgabe bei BLT. Und es gibt die, die es auch immer noch zu kaufen gibt, von DTV, Cap Esterelle. Und ich dachte mir, dass ich vielleicht, weil heute auch der Wunsch geäußert wurde, ich könnte manchmal auch ein bisschen länger vorlesen oder sprechen, zum Wochenende euch einzuladen auf die Reise, die Michelle in diesem Roman unternimmt. Es ist ein Roman über blinde Flecken der Liebe und die Frage, ob man sich eigentlich jemals selber kennen kann. Es ist die Geschichte von einem jungen Mann, der auch in den Süden fährt, um über seine Liebe zu zwei jungen Frauen nachzudenken. Es kommt dann noch eine weitere Stimme hinzu, von der man zunächst nicht weiß, wem sie gehört. Und diese Stimmen fließen ineinander wie die Wellen in das Wasser, die dann in den Fluss fließen, die dann in das Meer fließen. Und es war damals meine Obsession fürs Wasser und fürs Schwimmen, das wir auch schon bei Monet thematisiert hatten, die mich dazu führte, diesen Roman so schreiben zu wollen, dass es wie kleine Wellenbewegungen diese Stimmen zusammenführt zu eben der Geschichte. Ich lese den Anfang aus Cap Esterelle. Es ist wie eine kleine Reise an einen Sehnsuchtsort. Es war angenehm, im Schatten zu stehen. Der Schatten legte sich auf seine Haut und er schien die Hitze aus seinem Körper zu ziehen, der sie im Laufe eines langen Tages auf Straßen und Autobahnen in sich aufgenommen hatte, eingezwängt zwischen Lenkrad und immer feuchter werdendem Sitz. Eine Sekunde lehnte Michelle sich ans heiße Blech des Wagens, dann machte er einen Schritt auf das gelbe Haus zu. Er wankte ein wenig, ganz als ob er fahrend anderen Gesetzen des Gleichgewichts gehorcht hätte, als jetzt auf festem Boden. Die überstrapazierte Netzhaut registrierte schwarze Punkte, die zu grellroten Pflanzenköpfen wurden, unruhig flimmernd, bis alles sich zu einem erkennbaren Bild ordnete. Das Haus war von dunkelgrünen Weinranken überwuchert und im Garten davor leuchteten üppige Geranienbüsche, sehr weit entfernte Verwandte der gezähmten Miniaturen zu Hause auf den nördlichen Balkonen. Das Hemd klebte an seinem Körper, er roch seinen Schweiß. Der Puls hämmerte an den Schläfen, an den Wangenknochen, im Hals, in den Armen, selbst in den Fußsohlen, die mit dem Leder der Sandalen verwachsen zu sein schienen. Noch kann ich umkehren. 2 Tage Fahrt, nur so. Eine Abwechslung. Ich könnte weiter nach Saint-Tropez, mich dort an den Strand legen, gegrillte Fische essen, Pernod auf Eis trinken, lesen und schlafen. Er strich sich mit 3 Fingern über die feuchte Stirn. Entschuldigung. Sein Körper schien noch immer in die Kurven zu gehen, die er mit dem Auto genommen hatte. Schlingernd. Die letzte halbe Stunde war zu viel gewesen, die Strecke von Cannes hierher. Die Abendsonne, in die er trotz Sonnenbrille blinzelnd fuhr, hatte seinen Kopf immer stärker dröhnen lassen. Ich hätte wenigstens an der Küste bleiben sollen, auf der Corniche, den Blick auf das türkis- und kobaltblaue Wasser gerichtet, die kleinen weißen Hotels und Restaurants, die hinter Pinien und Kiefern verborgenen Landhäuser, das rötliche Gestein des Esterelle-Massivs, steil aufragend am Rand der Serpentinen und immer wieder das dunkle Grün der Zypressen. Ich hätte am Cap Roux anhalten oder in Napul ein Zimmer nehmen können. Was für ein unsinniger Umweg. 2 Stunden zuvor war er seinem Ziel ganz nah gewesen. Bis es nicht mehr geht, dachte er, wie immer. Er hatte sich vom hellen Licht tragen lassen, das alles überlagerte. Die Pastellfarben der Häuser, Ocker, Lavendel, Zitrone. Sie ließen sich nur ahnen in diesem Licht, während das Azur des Himmels, das Postkartenblau des Meeres und die hellbraun gezackten Stämme der Palmen fast überdeutlich ins Auge stachen.
Diese Farben, dachte Michelle, verändern mich, schnell, unvermutet, zwingend. Und dann die Suche nach dem Haus, das alte Schwarz-Weiß-Foto vor sich, das immer wieder von der Armatur hinabrutschte. Das mit der Hand gepinselte Schild Chambre Studio, das er schließlich entdeckte, als er schon aufgeben wollte. Vor etlichen ähnlichen Schildern hatte er abgebremst, doch sie hatten nur Wohnungen oder Häuser zum Verkauf angeboten. Es sah noch genauso aus wie damals, dieses weiße Viereck mit den schwarzen hohen Buchstaben darauf. Er wäre am liebsten weitergefahren. Doch die Vorstellung, sich auszuziehen, kaltes Wasser auf sich niederprasseln zu lassen, sich der Länge nach auszustrecken und einzuschlafen, ließ ihn anhalten. Nun stand er da, im Schatten. Er sah sich nach einer Klingel um. Bis dahin wünsche ich euch, denkt an eure Sehnsuchtsorte, erinnert euch daran, nehmt euch ein Heft, so wie ich dieses schöne Heft habe, und schreibt alles hinein. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Kapitel am Montag wieder. Und bis dahin geht schön spazieren auf Abstand und reist im Innern an eure Traumorte. Bis dann, tschüss!